Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch mal einen kleinen Goldfarm-Guide vorstellen und zwar geht es heute um das sogenannte Primal Air. Ich möchte euch heute einfach einen kleinen Spot vorstellen, wo man das gut farmen kann, euch sagen, wie viel Gold ihr da ungefähr in einer Stunde macht und warum es sich lohnen könnte, das Primal Air jetzt schon zu farmen. Von daher gerne dranbleiben an der Stelle. Ja, wie wir hier gerade im Hintergrund sehen können, sind die Leute schon fleißig am Farmen, auch hier auf Patchwork wird natürlich schon die No-Life-Kelle geschwungen und jeder ist einfach nur am Suchten und farmt sich gerade Gold. Und ja, weil wir natürlich alle Gold in WoW benötigen, möchte ich einfach auf dem Kanal hier öfter mal so kleinere Goldfarm-Videos machen, wo ihr quasi ein paar Tipps von mir bekommt, welche Goldfarm-Methode sich gerade besonders lohnt. Ja, der gute Vego farmt hier gerade diese Enraged Air Spirit auf Englisch im Schattenmontal. Und zwar farmt er an folgendem Spot. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, es ist quasi so dieser Bereich hier. Einmal hier so runter bis zu dem Altar der Schatten, dann hier noch ein bisschen drumherum. Und dann wieder hier so nach oben. Wenn man einen Flugmount hat, kann man auch hier oben auf die Berge drauf fliegen. Und dann quasi wieder hier nach unten und dann macht man immer hier so die Runde. Ich werde gleich mit dem Mount einmal die komplette Route abfliegen, damit ihr wisst, wo ihr farmen müsst. Ja, was farmt der gute Vego da gerade? Er farmt im Grunde genommen diese Elementare und möchte hier diese Modes of Air haben. Diese Modes of Air, die droppen quasi und wenn man 10 davon hat, dann kann man eben so ein Primal Air daraus machen. Primal Air ist einfach momentan eine sehr wichtige, ja, Reagenz, ein sehr wichtiges Material, was man für etliche ja, Verzauberungen, Gegenstände und in Burning Crusade Classic benötigt. Unter anderem kann man damit eben auch Primal Might herstellen, also ist quasi ein Bestandteil von Primal Might, was wiederum auch für viele Dinge benötigt wird. Das Interessante an Primal Air ist allerdings momentan, und wir werden gleich auch nochmal zum Auktionshaus uns begeben, dass Primal Air momentan noch nicht so mega teuer ist, weil momentan der teuerste Primal Fire ist. Wenn man einfach Primal Fire momentan für die ganzen Schmiedekolben braucht, die ganzen Melees bauen. Und deswegen ist Primal Air momentan noch nicht so teuer wie Primal Fire. Das sollte sich allerdings in den nächsten 3-4 Wochen ändern. Dann sollte Primal Air deutlich teurer werden, weil dann alle Leute schon ihr Karagier haben. Das möchte man enchanten, mit dem möglichst besten Enchant natürlich. Und dafür brauchen sie dann alle Primal Air. Moin Rübenklaus an der Stelle. Ja, deswegen, und das ist auch das Interessante an meinen Goldfarm-Guides, wir werden uns immer so ein bisschen damit beschäftigen, was man aktuell farmen sollte, bevor es die Meta wird, damit man dann quasi in ein paar Wochen richtig gut Gold machen kann. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal die Route ab, die wir uns heute in dem heutigen Video anschauen. Wichtig, es gibt auch, und richtig, einige andere Stellen, wo man Primal Air farmen kann. Ich würde sagen, wir schauen uns hier heute die bekannteste Route an. Man kann es zum Beispiel auch hier oben noch farmen. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Wenn es hier unten überfarmt sein sollte, guckt mal hier oben, genau in dem Bereich nach. Oder auch, sehr, sehr bekannt ist natürlich auch hier das Elementarplateau. Da gibt es auch ein paar Elemente, die quasi Elemente R droppen. So, aber die schauen wir uns dann quasi in anderen Videos an. Und auch noch wichtig, Leute, ich habe auch quasi nach dem Video hier ein Video hochgeladen, wo ich die komplette Route hier eine halbe Stunde einfach mal entspannt gefarmt habe, und ihr quasi mal sehen könnt, was man hier so überhaupt effektiv in der Stunde an Gold macht. Und einige PvP-Kämpfe hatten wir auch noch, von daher gönnt euch gerne das Video. Also ihr solltet eigentlich, wenn ihr hier bei dem Spot ankommt, erst einmal hier unten gucken, wie der Kollege das hier gerade macht, der Rübenklaus, ob sich Elementare hier in diesem mittleren Bereich befinden. Die kann man dann direkt erstmal easy wegsnacken. Die sind quasi hier in der Mitte, also genau hier. Dann sind ein paar hier oben, der Kollege gerade hier farmt. So, dann solltet ihr quasi hier noch bis zu dem Altar der Schatten runterfliegen. Der ganze Bereich hier ist auch alles voller Elementare. Ihr seht, hier wird schon fleißig gefarmt. Hier hinten stehen auch noch welche. Und auch ganz hier hinten, müsst ihr noch ein bisschen weiterfliegen, ne, bis ans Ende hier, gibt es auch noch diese Elementare. Also den Bereich, quasi diesen unteren Bereich hier, solltet ihr komplett einmal abdecken. Hier könnt ihr quasi ganz entspannt diese Elementare farmen.
Wenn ihr einen Flugmount habt und im besten Fall auch noch die epische Variante, wie in dem Fall hier, weil ich einfach eine Woche durchgesuchtet habe, dann solltet ihr auf jeden Fall auch hier diesen Berg hier hochfliegen und einfach mal hier euch zu diesen, hier auf diese Rückseite von dem Berg begeben, an den Nessarochen vorbei. Die könnt ihr auch farmen, die sind auch nicht so schlecht eigentlich. Droppen auch ganz gute Sachen eigentlich, aber wenn ihr die Elementare farmen wollt, tada, das kennen auch nicht viele. Hier hinten sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, hinten ist eigentlich noch einer, also 5, 6 sind hier noch, 5, die ihr eben auch alle relativ entspannt farmen könnt. Ja, wenn die dann auch schon down sind und ihr immer noch mehr Kette geben wollt, immer noch mehr Gold farmen wollt, dann fliegt ihr einfach hier quasi über diese Dragonmoor Fortress drüber und checkt erst einmal quasi, muss man sich vorstellen, das ist ja so ein Rundbogen hier unten, ja, so ein Rundbogen, checkt erstmal hier diese untere Seite ab, denn hier seht ihr auch schon, haben wir auch ein Elementar und dann quasi die komplette Front von dem Berg hier unten, die ganze Seite hier lang sind auch Elementare, da waren auch 2 Stück, wie gesagt, die werden halt jetzt schon relativ hart gefarmt gerade, ne, Rübenklaus gibt richtig Kette gerade. So, und bis hier vorne, ich glaube tatsächlich, selbst hier vorne kann noch einer stehen. So, und dann geht er noch auf die andere Seite hier, quasi in der Front hier und in dem Berg, sind auch nochmal diese Elementare. Ihr seht also, ihr macht quasi hier, so wie ich es am Anfang gesagt habe, einfach schön eine Runde hier so rum. Und dann könnt ihr eigentlich, wenn jetzt nicht zu viele Spieler farmen, würde ich schon sagen, relativ entspannt Gold farmen, Leute. Und jetzt porten wir uns direkt zum AHA und gucken nochmal, wie viel die ganze Geschichte wert ist. So, liebe Leute, da haben wir uns im AHA eingefunden und wir schauen einfach mal, wie viel wir momentan für ein Primal Air bekommen. 32 Gold auf Patchwork. Ich habe quasi hier mal den Taschenrechner aufgemacht. Ich habe eben gerade 30 Minuten lang diesen Farm gemacht. Und dort haben wir ein Primal Air und 6 Mode of Air bekommen. Das heißt, das würde momentan einem Wert von 64 Gold entsprechen. Mit den grauen Gegenständen, die dann noch so droppen, und einem Elemental Air haben wir noch bekommen. Da haben wir bei 64 Gold für eine halbe Stunde. Das wäre dann in einer Stunde 128 Gold, was wir da gefarmt haben. Jetzt wird sicherlich der ein oder andere sagen, Digga, farm doch einfach Primal Fire, da kriegst du das Doppel dafür. Richtig. Wenn man es aktuell verkauft, macht es wahrscheinlich auch auf eurem Server. Checkt bitte immer nochmal das AHA ab. Mehr Sinn, Primal Fire zu farmen. Allerdings ist ja der Punkt, das farmt momentan jeder, weil es quasi einfach mehr Leute brauchen. Deswegen ist es halt eben auch teurer. Primal Air wiederum wird einfach in den nächsten 4-5 Wochen erst relevant, wenn die Leute ordentlich Kara pumpen und ihr Gear enchanten wollen. Weil dann braucht man nämlich Primal Air für die ganzen Enchants. Und deswegen vermute ich, dass wir so in einem Monat ungefähr das komplette gegenteilige Bild haben werden. Das heißt, Primal Air wird es um die 60-70 Gold wert sein, vielleicht sogar noch mehr. Und Primal Fire wird deutlich billiger werden. Deswegen, wenn wir jetzt überlegen, okay, sagen wir mal einfach mal, in einem Monat hat sich der Preis von Primal Air verdoppelt, dann hätten wir quasi gerade nicht 128 Gold gefarmt in einer Stunde, wenn wir das machen würden, sondern 256. Und 256 Gold in einer Stunde hört sich dann doch schon deutlich besser an. Vor allem, weil man es gerade noch relativ unproblematisch farmen kann, gerade auch, wenn man nicht zu den Hauptschlagzeiten farmt. Ja, Leute, das war der heutige kurze kleine Goldfarm-Tipp an der Stelle. Es werden viele weitere kommen. Ich werde mich viel mehr auf Goldfarm konzentrieren, da habe ich einfach mega Bock drauf. Und das Schöne ist, ich farm Gold, während ich meine Videos mache. Fivehead. Ich habe eben gerade, wie gesagt, auch 30 Minuten lang diesen Farm hier gemacht. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie ich da eben gerade 30 Minuten lang Primal Air gefarmt habe, die Location nochmal genau kennenlernen wollt, auch den ein oder anderen spannenden PvP-Kampf erleben wollt, dann schaut euch gerne das Video an, ist irgendwo verlinkt. Und schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, da bin ich auch dreimal die Woche live, immer Mittwoch, Freitag und Sonntag von 15 bis 20 Uhr, Leute. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video und Happy Goldfarming, euer Defiler. Ciao, ciao.